Hallo und willkommen bei den Spielidinos mit Melanie und Angelo und Spicy vom Heidelberg Verlag bzw. Heidelberg Games. Der Autor ist Zoltan Györi. Ein bisschen schwieriger Name. Das Ganze ist für 2 bis 6 Spieler und Melly sagt euch kurz, worum es geht. Ja, in Spicy geht es natürlich darum, seine Karten loszuwerden und aber auch viele Karten zu sammeln. Wie das jetzt funktioniert, wir spielen Karten an verschiedenen Gewürzen und sagen natürlich die Nummer an und hoffen so, unsere Karten loszuwerden. Aber Vorsicht, die Spieler versuchen natürlich auch, das anzuzweifeln, um Karten zu gewinnen. Das ist also ein schnelles, taktisches, witziges Spiel. Genau, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz in den Regeln und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. So, in Spicy geht es darum, dass die Spieler Handkarten sammeln wollen, beziehungsweise die Karten, die nachher hier ausgespielt werden, sind Siegpunkte. Karten, die nachher noch auf der Hand sind und nicht ausgespielt worden sind, sind Minuspunkte, die wir also keiner mehr auf der Hand haben. Das Spiel endet, wenn entweder diese blaue Karte, die Verbrannt-Karte hier, die wir hier gleich in den Stapel reinmischen, und zwar anhand dieser Anzeige, wir spielen zu 2, das heißt, sie kämen hier oben ins Deck. Das heißt, wenn wir nachher diese Karte aufdecken, dann endet das Spiel. Oder das Spiel endet, wenn eine von diesen 3 Karten, beziehungsweise 2 von diesen 3 Karten, ein Spieler hat oder alle 3 Karten im Besitz von Spielern sind. Wie läuft das Ganze ab? Jeder Spieler hat zu Beginn 6 Handkarten und die Handkarten sind immer aufgeteilt in 3 Gewürze. Chili, Pfeffer, Wasabi. Und die Karten gehen von 1 bis 10. Also es gibt Karten mit 1 bis 10 Chili, Pfeffer, Wasabi und so weiter. Zusätzlich gibt es im Deck noch Joker. Es gibt Joker für die Gewürze, also die ersetzen quasi Pfeffer, Wasabi oder Chili. Und wir haben einen Joker, der die Zahlen ersetzt. Wie läuft das Ganze nun ab? Wir spielen Reihe um. Und zwar muss man, wenn man eine Reihe ist, Handkarten ausspielen oder wenn man nicht möchte, hier eine ziehen. Zu Beginn des Spiels, ich nenne es einfach mal Startspieler, muss der Startspieler von seinen Handkarten, die er verdeckt hält, sich für ein Gewürz entscheiden und dann muss er eine Zahl zwischen 1 und 3 auslegen. In meinem Fall könnte ich jetzt sagen, das ist 1 Chili, aber ich kann zu jeder Zeit auch lügen. Ich könnte auch einfach diese Karte rauslegen und sagen 1 Chili und jetzt muss der nächste Spieler das gleiche Gewürz ausspielen und höher als 1. Also er könnte sagen, das ist die nächste Karte, die er drauflegt, ist jetzt eine 3 Chili. Mal sehen, was Melly macht. Ich lege eine 10 Chili. Eine 10 Chili, also Melly geht gleich ins Volle. Bei einer 10 Chili kommt die Sonderregel, ich kann die 10 ja nicht überbieten. Jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an, also ich müsste wieder 1 bis 3 legen. Ich kann aber auch zu jeder Zeit, beziehungsweise jeder Spieler kann zu jeder Zeit seine Hand hier draufhauen und sagen, nein, ich glaube nicht, dass das hier eine 10 Chili ist. Und dann kann er anzweifeln, ob die Zahl nicht stimmt oder das Gewürz nicht stimmt. Und ich sage jetzt einfach mal, Melly lügt und das hier ist kein Chili. Oh, und Melly hat nicht gelogen. Das heißt, Melly bekommt diese Karten. Das sind schon mal 2 Siegpunkte. Ich muss vom Nachziehstapel 2 Karten auf die Hand ziehen. Wie gesagt, die Karten, die ich am Ende des Spiels noch auf der Hand habe, wären Minuspunkte. Da ich das Ganze verloren habe, spiele ich mal einfach wieder raus und sage, das ist 1 Chili. 4 Chili. 9 Chili. Ich pass mal. Melly passt. Jetzt muss ich natürlich weitermachen, sage ich mich selber ein bisschen, dann sage ich einfach, ich habe 10 Chili. 2 Chili. Zweifle ich an, und zwar, dass es Chili ist. Oh. Melly lügt heute nicht. Okay, das bekommt wieder Melly. Ich müsste 2 Karten ziehen. Wie kann es noch anders enden, wenn nicht ich, wie hier so die Karten auf meine Hand ziehe, sondern ich schaffe es, diese Karten von meiner Hand abzuspielen. Ich lege die letzte Karte raus, muss ich das den Spielern ansagen. Jetzt habe ich keine Handkarten mehr. Wenn ich das schaffe, und es war richtig, und ich komme mit diesem Zug durch, darf ich mir als Belohnung eine von diesen Karten nehmen. Die sind nachher einfach 10 Pluspunkte und ich ziehe hier wieder 6 Karten auf. Und das Spiel geht weiter, solange bis entweder diese Karten hier aufgebraucht sind, beziehungsweise ein Spieler 2 davon hat, oder wir diese Karte aufdecken. So, das Spiel haben wir in Nürnberg schon ausprobieren können und ich dachte als allererstes so, hoppsala, ein bisschen an Maxle. Vielleicht kennt das jemand, das haben wir oft in der Jugend gespielt. Ich kenne es nur als Trinkspiel, man muss es aber nicht als Trinkspiel machen. Das hier hat mich ähnlich vom Prinzip daran erinnert, weil ich sage halt eine Zahl an und andere muss drüber gehen. Und das Spiel hat wirklich mehr Taktik, als man denkt. Man kann hier wirklich clever spielen, wenn man nur 2 Karten auf der Hand hat, kann man mit der ersten lügen. Weil meistens zweifeln die ersten Karten die Spieler nicht so an wie die letzten. Also kann ich sagen, vielleicht habe ich eine 2 Wasabi und eine 10 Chili auf der Hand. Und es geht eh um Chili, dann spiele ich die 2 Wasabi rein und sage, es wäre eine 5 Chili.
Nachher komme ich dran und hau die 10 raus und alle zweifeln es an und zack, habe ich den richtigen Zug gemacht. Genau, und das Tolle ist natürlich, dass nicht einfach nur gesagt wird, hey, ich zweifle das an, du erzählst hier voll den Bockmist. Nein, sondern der Anzweifler muss dann auch sagen, was er denn anzweifelt, ob nun die Zahl oder das Gewürz. Und da kommt es dann einfach dieses Trickige, dass man vielleicht gerade nicht unbedingt die Zahl an Chili hat, wo man braucht hat. Man hat eine Chili, haut die hin und sagt ganz bewusst eine 10 Chili. Und alle sagen, ne, du hast keinen Chili. Und zack, drehen sie um, haben sie verloren, du kriegst die Karten und freust dich. Aber das ist halt wirklich so ein Spiel, das kann man mit in die Kneipe nehmen, ohne trinken. Das macht einen tierischen Bock, weil es ist halt so ein bisschen Flunkern, es ist ein bisschen Deduktion, es ist Blöffen. Sowas muss man natürlich mögen. Ich finde es total witzig, weil man halt hier wirklich, wie gesagt, auch Taktiken ausspielen kann. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt auch noch Sonderkarten im Spiel, die zeigt euch Maddie jetzt. Genau, da kommen nämlich diese wunderbaren, schönen, roten extra scharf ins Spiel. Das heißt also, wenn ihr dann mal irgendwann sagt, boah, ich habe jetzt eigentlich genug vom Flunkern und Machen und Tun, ihr wollt ein bisschen mehr Spiel haben, dann nehmt ihr einfach hier eine dieser extra scharf Karten, legt diese neben den Nachziehstapel und schon haben wir tatsächlich ein bisschen andere Regeln. Je nachdem, was wir für eine Karte legen, gibt es verschiedene Regeln. Das heißt zum Beispiel hier, wenn eine 8 bis 10 angesagt worden ist, kann man schon anfangen mit der 1 bis 3 und nicht nur bei der 10. Hier haben wir, egal was für ein Gewürz ist, darf man eine Karte hinlegen und sagen, das ist jetzt eine 1 bis 3 Chili. Und so geht es einfach, man legt eine Karte hin, es gibt auch die Anleitung vor, wenn man sich dann traut, kann man sogar zwei Karten hinlegen und dann wird es aber, glaube ich, ganz schön durcheinander spicy. Und spicy wie Sau. Aber nichtsdestotrotz, das macht richtig Spaß, es ist ein schneller Schlagabtausch, es sind kaum Regeln eigentlich und wenn man dann mal zu lang überlegt, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll zu taktieren und zu sagen, ach, ich setze mal aus, nehme eine Karte, ach, selbst da um kann man seine blöffen. Mitspieler ein bisschen zu verwirren. Ja, und das da ist kann man das nämlich Tolle. Auch blöffen, weil alle denken, ah, der hat nachgezogen, er hat gar keinen Wasabi. In der nächsten Runde spiele ich Wasabi, dann spiele ich nochmal Wasabi. Jeder denkt sich, hä, der aufgepasst hat, der kann gar keinen Wasabi mehr haben. Zack, ja. Habe ich doch ein Wasabi. Spicy, wir kommen zum Ende, ist für mich und für Maddie, glaube ich, auch ein kleiner Hit von der Nürnberger Spielwarenmesse. Genau. Es hat uns echt überrascht, es macht Spaß, es ist schnell gespielt, wirklich ein kleiner erster Hit für uns. Genau. Wenn ihr auf sowas Bock habt, ein kleines, schnelles Kartenspiel für bis zu 6 Spieler mit wenig Regeln, dann schaut euch das Spiel an, es macht wirklich Bock. Das war's von hier, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.